So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Teil von Hogwarts Legacy. Das letzte Mal haben wir ja hier aufgehört. Der nette Kobold her hat uns die Türe geöffnet. Und ja, wir sind mit dem Wagen hier hergekommen zu fahren. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade rein. Perfekt, bye-bye. Was ist drin? Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Oi. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Professor, das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio. Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Da. Ist das jetzt mein erster Zauber, den ich lerne? Hm? Nein. Warte. Revelio. Haben wir das letzte da, schon mal... Da war etwas. Ja? Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Haben wir das letzte Mal schon mal einen Zauber gelernt? Ich weiß gar nicht. Da müssen wir jetzt Revelio R. Eine Tür. Ha. Ah, ein Anfang. Okay, da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Oh. Gehen Sie vor. Oh, da haben wir letztes Mal schon gelernt, der Grundzauber. Ja, okay. Lumos! Hoi, das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Dass der Professor Fig auch wirklich weiss, wo durch, das erstaunt mich. Das finde ich sehr interessant. Ich würde ihn einfach im Zeug umirren und keine Ahnung haben, woher. Warum auch, ich habe kein Licht. Er hat zum Glück da wieder. Vorne ist etwas. Oi. Was ist es? Was haben wir da? Das Leuchten wieder. Bye-bye. Diesmal auf dem Boden. Ich verpiss mich. Avada Kedavra! Oi. Untersuchen. Luma! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Das ist jetzt... Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos, ah, der Lichtzauber. Ja, perfekt, hä? Lumos, ja. Tippe 1, um Lumos zu wirken. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Ist jetzt das gut gesehen, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht. Das muss ich jetzt nochmal machen. Ah, das muss ich so lange machen, bis sich da aufgerichtet hat. Ah, es ist nicht gut gewesen. Ach du Scheiße. Ah. Mann. Protego. Ach, gut. Accio. Descento!
Jetzt warten wir noch schnell, ich muss ja schließlich mit Q wieder. So, ich habe mein Ziel erreicht. Junge, was schreist du da aus dem Zeug rum? Da weiss so einige mehr als ich an Zaubersprüchen. Ja, ich bin ja da. Oh Gott. Hilfe. Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Ist doch nie mehr, hä? Wohin soll ich nur gehen? Ich laufe einfach mal den Teilen da noch, was oder? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ja. Tippe 1 um Lumos. Aha. Sind wir immer noch da? Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. F untersuchen. Gehen wir doch mal hin. Ja. Oh nein, nicht nochmal. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Ach Gott, liebe Leute, Lumos. Ich wünsche allen noch ein schönes Leben. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Ach Gott, ach du Scheiße. Protego. Ja, optimal, oder? Was? Halte Q während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Ich muss... Was? Halte Q während Protego gedrückt. Okay, das ist aber richtig easy, so zum Schaffen. Junge, so kannst du ja richtig rasieren. Ja. Und schon haben wir es rasiert. Aha! Lumos. Jetzt müssen wir wieder eins. Lumos. Rüber. Den Sternen. Oder was sind das? Glühwürmli? Es sieht ein bisschen wie Glühwürmli. Sag dir mal Glühwürmli. Wir müssen jetzt den Glühwürmli nachlaufen. Zu dem komischen Arzt. Das ist wieder das Teil vom... vom Anfang da. Ein bisschen spezielles Zeichen. Ach, gemütlich. Normal. Wenn man einfach mal eine Tür in den Stamm kommt. Hey. Lumos. Und wenn ich dort nicht rein will? Was ist denn denn überhaupt? Von dieser Seite aus ist gar nichts. Aber von dieser Seite aus ist etwas. Interessant, interessant. Was ist das? Herzig. Ein kleiner Schnaps drin, hä? Ja, da sind sie ja. Wie haben sie... Wo sind... Wir hier. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Ein Denkarium. Okay. Ah ja, genau, das ist dort, wo du die flüssige Erinnerung da kannst reinlehren. Dann mit dem Kopf drin und dann kannst du die Erinnerungen anschauen. Kopf runter.
Bart, je nach der Typ, wie du auch immer sehen. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Aha, interessant. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam ist seine Frau gesehen. Miriam und vielleicht George. Ja. War ist George? Auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, George, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wir müssen im Arsch vor der Welt und nicht runter. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Da ist irgendwie harzig. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Okay, das Verlies heißt Rackham. Okay. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Es ist nicht so brutal, ich habe keine Geduld für Verräter. Nun. Wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Junge, was wird das? Jetzt muss ich da noch bekämpfen, oder was? Junge, was ist das für eine Viech? Junge. Du hast so einen daheim. Da beschützt mich denn so schön. So, jetzt Professor, nicht der dumme Stuhl. Hopp, hopp. Zack, zack. Rein da. Hey. Alles in Ordnung? Ja, bei mir geht's hier. Danke. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Ach, die ist ja noch gesehen, stimmt. Ja, es latscht mit der Tee. Oi,
Das fliegt immer da an. Ah, der Hogwarts Express kommt da gerade an. Oder ist schon an. Junge, das Schloss ist ja riesig. Hogwarts Legacy. Perfekt. Ich freue mich so absurd, das durchzuspielen. Ja. Jetzt muss ich etwas drücken, oder? Nein, doch nicht. So, jetzt schauen wir noch die erste Szene. Und... Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ja, schauen noch ein bisschen weiter rum. Ich kann noch ein bisschen mehr machen. Doch, das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bitte. Bereit für die Einführungsfeier? Rein da. Ach Gott, war ich das? Phineas, Nigellus, Black. Jetzt können wir dann noch auf den Stuhl hocken, oder was? Gleich treffen sie ihn. Dann können wir noch. Dann tun wir noch in der heutigen Folge. Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab... Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Mhm. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Gut, gut. Ah, die Halle hat auch schon grösser geschehen in dem Film, hä? Sind glaube da doppelt so viel. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen, Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Oi. Jetzt kommt der große Moment. Was wird gesagt? Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Das du ist so. Hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Das ist so. Ich freue mich auf den Unterricht oder ich will unbedingt erkunden. Ich sage einfach mal, ich will unbedingt erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Ja. Was ist es nur? Ist nicht einfach, hä? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Neugier, hatte ich gesagt. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Oi! Ravenclaw. Das ist Blaue. Ja, noch alle unsicher, eh? Ich weiß ja nicht. Ich würde sagen, mal ein anderes Haus. Das wollen wir.
Ich gleich mal. Was haben wir denn? Gryffindor. Das Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Das Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Haus Slytherin, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Macht brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier? Geduld, Treue und Fleiß. Ja, geduldig bin ich aber auch nicht. Ach, komm, nehmen wir Gryffindor. Ich bin schließlich ein tapferer, ein mutiger und ein ehrhafter. Oder nicht? Doch, finde ich. Nehmen wir Gryffindor. Du bist bereit, auch allein voranzugehen, wenn es sein muss. Haus annehmen. F. Bin ein Gryffindor. Sei es Gryffindor. Ah. Irgendwas ist mit der Grafik plötzlich passiert. Hallo? Junge, die Fenster dort hinten sehen nicht so gut aus. Ja, die Grafik ladet jetzt sehr schnell. Oh, und tut mir leid für die Grafik. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und so, haben jetzt Unterrichtsgegenmorgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Mhm. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ja, mich auch. Professor. Freut mich. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Lang. Stellvertretende Schulleiterin, Frau Weasley. Ich denke, zu 90% ist die Vorfahren von Ron Weasley. Ich steige normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte abenteuerlich werden. Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor? Ich bin eine Gryffindor. Ich konnte mir damals allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort? Das Passwort ist Grata Domum. Grata Domo. Zutritt gewährt. Grata Domum. Okay, merken wir es. Sehr gut. Nun gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Sehr gern. Genießen Sie die erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ach, guten Morgen. Ist die Katze bald vorbei? Die ist schon ein Zeitchen am Laufen. Da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dort haben wir eine Markierung, 22 Meter entfernt. Dort gehen wir aber erst in ein paar Sonntage an. Also, liebe Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen ganz geilen Tag und ja, tschüssle.